Der Retro-Club deckt auf die schlechtesten Spiele der besten Entwickler. Guten Tag und herzlich willkommen, werte Zuschauer auf Rocket Beans TV. Ich darf mal wieder euer Gregor sein. Eine Stunde gepflegte ungefähr Retro-Gaming-Unterhaltung hier auf RBTV mit mir, moi, das bin ich. Zeige immer in die falsche Ecke, aber das macht nichts. Dafür zeige ich gleich in die richtige Ecke, wenn es geht, ums wunderbare Retro-Club-Merch, was ihr euch gerne holen dürft. Da könnt ihr diesen Link hier benutzen, ich habe sogar die richtige Hand diesmal verwendet. Ist auch noch mal in der Videobeschreibung drin. Und nicht vergessen, gegen Ende Juni kommt das nächste Retro-Club-Buch raus. Die große Bucketlist des Gaming. Fertig ist es bereits. Jetzt zeige ich auch in die richtige Richtung. Könnt ihr gerne schon mal vorbestellen, wenn ihr den mögt. Da sind die Links auch mit dabei. Ich bin sehr gespannt, was ihr dann schon alles von der Liste gespielt habt und ob einige der Spiele, die heute drin sind, die heute in der Folge vorkommen, auch drin sind im Buch. Verwandt vielleicht, weil ich hatte es ja schon angekündigt. Heute das Thema sind die schlechtesten Spiele der besten Entwickler. Es gibt ja manche Entwicklerstudios, die haben ein sehr hohes Ansehen. So, wo ich dann höre, hey, ein neues Spiel kommt von dieser Firma raus. Ich weiß, dass die echt viel coole Games in der Vergangenheit gemacht haben. Also bin ich mir schon ziemlich sicher, dass ich ein gutes Game bekommen werde oder dass ich zumindest einen interessanten Titel bekomme. Aber auch die beste Firma, auch das hochqualitativste Studio hat Leichen im Keller. Und nach denen habe ich gesucht heute im Retro Club. Wir haben heute einige Beispiele von großen und bekannten Firmen, große und bekannte Studios, die auch sehr viel Erfolg mit bestimmten Serien hatten, die dann aber das eine oder andere Mal in die Hose gemacht haben. Nennen wir es so. Nennen wir es so. Ja, um euch zu zeigen gleich, wie das ablaufen wird. Wir gucken mal in die erste Matz rein. Und die ersten, um die wir uns heute kümmern, sind Naughty Dog. Die wurden, was einige nicht wissen, bereits sehr früh gegründet, im Jahr 1984, und haben dementsprechend ein sehr buntes Portfolio. Man kennt sie natürlich heutzutage eher Uncharted, Last of Us, Crash Bandicoot oder Jack and Dexter während der PlayStation 1 und PlayStation 2 Ära. Und gerade Naughty Dog ist so ein Studio, wo ich dann weiß, hey, da ist auf jeden Fall Qualität. Die haben sich gefunden, die haben ihren Style. Die wissen, worauf sie achten müssen. Dadurch, dass Naughty Dog schon so lange existiert hat, in wesentlich kleinerer Form als heutzutage, haben sie auch ein recht buntes Portfolio am Spiel. Da hätte es einige Kandidaten gegeben, wobei ich bei denen nicht sagen würde, dass die kategorisch schlecht sind, die alten Spiele von Naughty Dog. Sie waren aber sehr anders als Uncharted und die vergleichbaren Games. Sowas wie Keep the Thief oder Rings of Power werden wahrscheinlich Titel, die ich nicht unbedingt heute in die Sendung mit reinnehmen würde, aber die sind ein interessanter Tupfer in der langen Geschichte einer Firma wie Naughty Dog. Aber das Spiel, um das wir uns heute kümmern werden, kam exklusiv für das 3DO von Panasonic raus. Und wir gehen mal aufs Ingame. 1994 entwickelt worden, Naughty Dog exklusiv für das 3DO dann gemacht worden, haben sich extra bei einem der größten Hits der damaligen Ära da inspirieren lassen davon. Übrigens das alte Logo von Naughty Dog, ja, es war wirklich ein frecher Hund, der dann stand. Die haben sich nicht lumpen lassen, sondern haben sich bei dem großen Hit inspirieren lassen, haben sich White Zombie als Musikzulieferer dann dazu geholt. Und man sieht, da wackelt das Logo im Intro Music bei White Zombie. Rob Zombie freut sich über die Tantiemen, die immer noch reinkommen bestimmt. Mannigfaltig für das Spiel nehme ich. Es geht um Way of the Warrior. Da geht das Messer in den Schädel. Der klischeehafte Font mit asiatischer Schrift zeigt es auch an. Der Weg des Kriegers ist angesagt. Way of the Warrior ist... Es fängt jetzt hier schon an. Ich mach mal den Sound bewusst ein bisschen leiser, weil der passt eigentlich wirklich ganz gut dazu, aber... So, genau. Passt wirklich gut dazu, aber wer weiß, ob Rob Zombie dann nachher bei uns anklopft und sagt, was soll denn das, ne? Wo sind meine Way of the Warrior-Tantiemen von euch? Deshalb machen wir es nach Möglichkeit weit runter.
aber es hilft dem Spiel. Da Way of the Warrior ist ein Fighting Game, inspiriert von, man sieht's, Mortal Kombat. Die Power des 3DO, damals eine der Konkurrenzkonsolen von PlayStation und Sega Saturn mit CD-ROM-Laufwerk, nie so erfolgreich wie die gewesen, hatte dann aber solche Perlen wie Way of the Warrior im Angebot, einer der vielen Titel, die im Kielwasser von Mortal Kombat entstanden sind. Und hey, also alles, was Naughty Dog heutzutage ausmacht, macht dieses Spiel nicht aus. Ich gehe einmal auf den Demo-Mode, da wird das Spiel sich nämlich erstmal alleine spielen, was mir auf jeden Fall echt hilft. Richtige Schauspieler natürlich genommen, die dann entsprechend gescannt wurden, weil es spielt sich wirklich absolut grauenhaft. Da kann ich ein bisschen was dazu erzählen, wenn wir im Hintergrund das Ablaufen sehen. Ja, viele Titel zur damaligen Zeit. Mortal Kombat gab es ja auch schon ein kleines bisschen. Ich meine, die Arcade-Version des ersten, wann war das? 92? Und wenn das Spiel 94 entstanden ist, dann 95 released. In den meisten Territorien gab es da so schon einiges. Oder 93 kann es sogar gewesen sein. Also müsste man checken. Allzu lange lag es nicht hin oder her, wo Mortal Kombat richtig erfolgreich war. Aber da gab es natürlich sehr viele Nachmacher, die sich gesagt haben, hey, wir packen eigene Schauspieler irgendwo vom Bluescreen nach Möglichkeit und lassen dann dementsprechend das ablaufen. Keine Ahnung, warum dann der Grafikfehler da ist. Ich drück mal kurz weg und mach mal nochmal den Demo-Mode an. Aber im besten Fall sollten wir den Grafikfehler nicht sehen. So, Demo-Mode aktivierst du. Jetzt haben wir die, okay, die Damen auf der rechten Seite hatten wir schon gesehen, aber jetzt haben wir den Herrn mit dem, ist das ein Fuchs im Hintergrund? Ja, natürlich. Er heißt auch dementsprechend Fox vor. Wo kämpfen die denn überhaupt jetzt gerade? Also, die sind auf einem Friedhof und oh, vorne ist ein gekreuzigtes Skelett, was aber locker die Arme übers Kreuz gelegt hat. Da steht in griechischen Buchstaben Firama Zelta. Also, als ob jemand von seiner Studentenvereinigung dann begraben wurde. Wir haben eine halbnackte Statue auf der rechten Seite und auch immer der Grafikfehler ist da, ist auch egal. Das wird dem Spiel auch nicht unbedingt dann zuträglich gerade. Die haben zu der damaligen Zeit viele Entwickler versucht, mit solchen Games dann selber nochmal Erfolg zu finden. Auch hier entsprechend ein Gewaltgrad mit dabei. Ich denke, weil das Spiel eben auf einer Plattform kam, die kaum jemand besessen und gespielt hat, dementsprechend auch nicht wirklich diskutiert wurden groß hier. Es ist sehr ähnlich wie bei Mortal Kombat, dass du auch Finisher hast, wo die Leute dann entsprechend auseinandergenommen werden können. Teilweise echt abstruse Finisher hier mit dabei, die wohl, ich weiß nicht, bewusst Comedy oder was auch immer dann der Beweggrund dahinter gewesen ist. Es spielt sich wirklich sehr, sehr schlecht. Also nicht, dass Naughty Dog jetzt die Experten im absoluten Fighting-Game-Bereich sind. Die haben ihre Stärken eben anderswo bewiesen. Aber wenn man bedenkt, dass das nur eine Handvoll Jahre vor dem ersten Crash Bandicoot war, was absolut fantastisch gewesen ist, und dann kriegst du wirklich ein Spiel hier, das nicht nur sein Konzept von dem anderen großen Hit abgeschaut hat, sondern einfach sich wirklich grausig spielt. Also das Kämpfen, das Ausweichen, Blocken und so weiter und so fort. Ich spiele Fighting Games ja ganz gerne. Ich habe null Gefühl dafür bekommen. Was mich hier am positivsten schon gefallen hat, ist, dass sie sich für jeden Charakter einzelne Logos ausgedacht haben, die entsprechend in die Leisten mit eingebaut wurden. Und das ist das einzig Positive, was ich so dann sagen kann. Dazu, weil andererseits ist das eben nichts, weswegen man, und ich muss es mal selber spielen dann hier, darf es selber spielen. Andererseits ist da einfach nichts über, weswegen man denken könnte, dass Naughty Dog irgendwas drauf haben. Ich gehe mal auf Tournament Mode und wir können gleich ein klein bisschen lauter machen, damit wir uns das Intro mal angucken, weil wir wollen die Story mitbekommen. Ihr seht, wie viele großartigen Kämpfer, da hat es leider nicht für die gute Perücke gereicht für den Kollegen hier, sondern man hat die aus dem Karnevalsverein genommen. Der braucht hier zum Glück keine Perücke. Major Gaines, Nikki-chan, wen hatten wir schon? Shaky Jake! Shaky Jake aus dem Outback. 24 Jahre ist er. Aber allzu viel wiegt er nicht. 146 Pfund. Wie viel ist das? So etwas unter 70 Kilo oder so? Aber ja, dafür ist er auch nicht allzu groß mit 5 Fuß. Wir sagen, wie viel sind 5 Feet? 505 Feet. 1,50? Ich habe leider keine Ahnung, wie man das umrechnet. Wir nehmen Shaky Jake mal. Und da sehen wir die Ladder, wie bei Mortal Kombat. Heißt also, das sind die Gegner, die wir alle angehen müssten, bis zu den Bosskämpfen, ganz hinten. Und jetzt wird uns das Intro nochmal zusammengefasst und Story. For the last time, Warriors have convened from all over the planet for this, the last competition. Welcome, noble challenger. Prepare to find the way. Man hat sich auch keinen Kollegen genommen mit tiefer Stimme, sondern
Klaus Dieter von Naughty Dog einfach tiefer gepitcht. So, da ist Shaky Jake gegen Ninja. Und okay, also ich kann springen, ich kann schlagen, ich kann treten, ich habe den Block. Ich kann Pause machen, ja. Das ist nice. Das sind die wichtigsten Sachen, die ich wissen muss. Ich habe hier nochmal Kombos auf den L- und R-Tasten drauf. Während wir im Hintergrund die... ey, das ist... Und er greift mich ja gleich. Man kann die Schwierigkeit zum Glück einigermaßen runtersetzen. Das ist jetzt auf normal gemacht. Und selbst auf normal nimmt mich der Computer sofort auseinander. Natürlich Move-Listen in-game nicht. Müsstet ihr euch entsprechend vorher in Ruhe anschauen, dass ihr entsprechend die Moves ausführen könnt. Wenn man mal dazu kommen würde, ich weiß leider nicht, was du mit Shaky Jake machen kannst. Und schon wurde ich weggeschnibbelt von Ninja. Da liegt da unten der Shaky Jake. Mit seiner schicken Jeans und der Gürtelschnalle. Na komm, jetzt hau mal weiter hier, Shaky Jake. Warum hat er eigentlich so einen Bowstab und nicht hier, das ist ein Messer? Nee, das ist ein Messer. Das müsste doch Shaky Jake eigentlich haben. So. Zack, zack, zack. Hier, Ninja. Ich piek dich in die Leisten. Mit meinem Stock. Da. Klappt nicht so ganz. Toller Teppich übrigens. So eine schöne Bordüre hat er. Warum hat das so ein griechisches Muster, der Teppich bei den Ninjas? Ich verstehe das nicht ganz. Aber die Farben sind ja auch anders mit Gelb und Rot. So, ich block... Nee, ich habe geblockt, aber natürlich in die falsche Richtung. Dementsprechend hat mich der Gegner gegriffen. Und ich mache einmal. Ah ja, ihr seht zwischendurch auch hier so ein paar Bonusgeschichten, so Sachen, die man einsammeln kann, die einem wohl am weiterhelfen. Auch noch eine entsprechende Anzeige, die hochgeht. Leider hat das nicht viel geholfen gerade. Also ich müsste noch ordentlich investieren oder die Schwierigkeit runterpacken. Rematch? Lassen wir mal sein heute. Das muss nicht sein. Genug von Way of the Warrior. Zum Glück hat sich, wie gesagt, Naughty Dog recht schnell gefangen und sich auf den Weg begeben, den sie heute noch gehen. Ein paar Jahre später mit Crash Bandicoot. Aber Way of the Warrior ist nicht das, was ich mir so vorstelle. Wir gucken auf die nächste Mats drauf und die nächste Firma, um die wir uns kümmern, ist Crystal Dynamics. Gegründet 1992, unter anderem bekannt für solche Titel wie Soul Reaver, was wir hier gerade sehen, Gex haben sie gemacht und Crystal Dynamics haben später auch Tomb Raider übernommen. Natürlich eine Firma, die gerade heute auch noch für Tomb Raider hauptsächlich bekannt ist. Crystal Dynamics müssen aber auch das Avengers gemacht haben, wenn ich mich nicht irre, das Square Enix Avengers, was jetzt nicht hier ganz innerhalb von der Show reinpasst. Das haben einige Leute ja auch nicht als besonders gut empfunden. Das ist aber noch relativ weit weg von dem ersten Spiel, was sie gemacht haben, was interessanterweise auch für 3DO rausgekommen ist. Also irgendwie, diese Konsole hat's mit den nicht so guten Spielen von eher guten Entwicklern. Das Spiel, was wir uns gleich angucken werden, kam 1993 raus, müsste sogar ein Launch-Titel für die Konsole gewesen sein, wenn ich mich nicht irre. Und ist kein Action-Adventure, kein Prügelspiel, kein Strategiespiel, kein Rollenspiel, sondern ein futuristisches Rennspiel oder zumindest ein Game, also futuristisches Rennspiel. Das ist zumindest ein Game, was relativ nah zum Launch rausgekommen ist. Und ich weiß nicht so recht, ich mag Rennspiele, ich mag auch futuristische Racing Games, vielleicht wenn du so ein bisschen Action-Faktor mit dazu hast. Was jetzt Crash and Burn, was wir uns gleich angucken werden, nicht so wirklich drauf hat, ist die spielerische Qualität. Visuell haben sich zumindest ein bisschen Mühe gegeben. Wir gehen aufs Ingame rauf. Und da sehen wir das Intro, das ist ja die Power des 3DOs. Da fliegen die CD-ROMs durch den Weltraum, weil sie in die Konsole rein wollen. Sagen sich, Mensch, 3DO, wo bist du? Ja, lass uns in dein Laufwerk, damit wir den Leuten Spaß und Angst bereiten. So viele CD-ROMs überall vom Weltraum her. Crystal Dynamics, jawohl. Sieht auch ein bisschen aus wie ja, CDs, Crystal Dynamics CD, passt schon. Wir können uns Previews noch von anderen Titeln angucken, aber wir gehen auf Crash and Burn hier selbst drauf. Und Crash and Burn spielt natürlich in einer Postapokalypse. Denn was passiert, wenn der Atompilz über uns hereinbricht? Da geht natürlich alles in die Binsen, alles geht hier kaputt und die Menschen denken sich, Mensch, jetzt ist mal Zeit für Autorennkampf. Ja? Jetzt ist mal die Gelegenheit reif, dass wir sagen,
alles ist kaputt. Lass uns doch mal schauen, wie Leute im Kreis fahren und sich gegenseitig abballern. In der weit entfernten Zukunft von 2044, also in 20 Jahren. Gut, Spiel ist auch schon von 93, also damals war es noch ein kleines bisschen weiter entfernt. Hätte ja durchaus so aussehen können und wir haben ja noch ein bisschen Zeit, damit hier diese Crystal Dynamics Zukunft eintrifft. Ja, mit Boliden über Straßen, ihr seht es hier im vorgerenderten Intro, will man natürlich noch ein bisschen beeindrucken mit der geilen Optik. Da wummern die Autos, die Gefährte da drüber und es wird gecrashed und es wird geburnt. Trademark sogar, weil es so eine wichtige Marke ist, dass die sich gesichert haben. Wir werden uns gleich mit der Rallye hier auseinandersetzen. Haben natürlich auch hier gefilmte Schauspieler, die uns gleich ein bisschen was erzählen. Die repräsentieren natürlich auch die Karre, die man mitnimmt. Und Regie, mach mal gerne ein bisschen lauter. Wir hören mal, was der Kollege hier zu sagen hat. So. Ups. I like to destroy racers in many different ways, just to keep from being bored. My favorite tactic is to flash the target with a bright light, then finish him off as he stumbles around the track, blind. Blind. Da sieht man es, der Sound funktioniert leider nicht mehr ganz so gut. Wir könnt gerne auch noch mal kurz runtergehen mit dem Sound. Eventuell macht es das Spiel nämlich gleich noch mal, wenn wir die Strecke ausgewählt haben. Dann, wenn wir in-game sind, können wir gerne wieder lauter machen. Wurde natürlich aber auch benutzt, die Power der CD, um dementsprechend den Autos noch mal ein Gesicht zu geben. Haben jetzt den Kollegen hier ausgewählt und wählen noch die Strecke aus. Wir können uns ein Circuit aussuchen. Ich nehme mal den Whiplash-Circuit, warum auch nicht. Da sehen wir den Champion vom Circuit. Just get behind me at 400 miles per hour. I'll drop a few toys of joy on the track for you to play with. Then you'll understand. Okay. Warum nicht? Das ist die Championess des Circuits, deshalb müssen wir versuchen, ihren Rekord zu schlagen. Gehen hier auf Race drauf. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, auf den ersten Blick, muss ich sagen, wenn man eben an vergleichbare Spiele denkt. Wobei, der Gedanke soll wohl mehr Wipeout sein, der ist es nicht so ganz. Ich habe die Möglichkeit, hier Gas zu geben. Ich denke, die Strecke wird im Hintergrund gestreamt, wie es damals. Also es ist nicht ein Video, was per se abläuft, meines Eindrucks nach, sondern es wird in Echtzeit gerendert. Aber es wird so von der CD-ROM wahrscheinlich. Bin ich schon kaputt? Das geht ja schon mal richtig ab hier. Ja, schießen wir ein paar Autos ab. So, dich schieße ich mal ab hier. Bom, 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 bom. Ich werde hier auch schon gut getroffen. Ich gehe mal in die Innenseite, vielleicht sieht man es ein bisschen besser dann hier. So ein Verfahren, wie häufig frühe Rennspiele von PlayStation CD dann laufen gelassen wurden, damit er nicht ständig während der Strecke nachgeladen werden muss. Es sieht immerhin einigermaßen flüssig aus. Ihr seht schon, ich kann von der Außen- in die Innenperspektive schalten, habe die Möglichkeit, mit dem Turbo-Button nochmal extra Gas zu geben. Plus mit den L- und R-Buttons einerseits schießen, aber ich kann auch verschiedene Raketen oder andere Waffen auswählen. Hier zum Beispiel, also ich habe bereits schon einige hier am Start, Lenkraketen, jetzt sind wir relativ weit weg. Ich sollte nicht über die Fallen der Gegner drüber, und hier liegt überall irgendwas, ey. Geht mir schon auf die Nudel, machen wir nochmal eine Lenkrakete hin, komm, noch eine, an dir vorbei. Immer noch Sechster, ich hab doch gerade einen, ich bin doch gerade einen vorbei. Wahrscheinlich war es nur ein bisschen Kleinvieh. Leg auch mal hier ein paar Bomben ab, warum nicht, und fahr in die andere rein. Während mein Bolide jetzt schon brennt, 1,33 hat für die erste Runde gebraucht, und sind wir schon? Nee, da liegen lauter Autos, die nicht zum Platz hier zählen. Ich bin wirklich hier ganz hin. Da sind meine Kontrahenten, ich versuche so an denen vorbeizukommen. Wenn man so zuschaut, könnte man, wie gesagt, wohl den Anschein haben, es geht schon irgendwie. Es steuert sich nicht besonders geil. Ja, es ist nicht so, dass ich dann überall ausbreche, das geht schon einigermaßen, aber hier habe ich nicht so das Gefühl, dass ich mich aufs Fahren ultramäßig konzentrieren muss, sondern mehr daraus, ich versuche nach Möglichkeit nicht irgendwie in diese plötzlich auftauchenden Fallen reinzudödeln, die die Gegner da weglassen. Während ich auch gut damit beschäftigt bin, überhaupt mal den Anschluss zu finden. So, gib mal noch mal ein bisschen Gas hier. Wollen wir an einem vorbei. Komm, nehmen wir all unser Nitro hier raus. So, hier, Fünfter. Siehst du? Geht das doch.
aber ich habe nicht so den Eindruck, wenn ich andere Rennspiele spiele und da mit meinem Fahrskill eigentlich glänzen muss, um da einigermaßen vernünftig vorbeizukommen. Hier ist es mehr, versuch dich irgendwie halbwegs durchzubegeben, ohne dass dein Auto explodiert dabei. Wenn du an Wipeout und vergleichbare Spiele denkst, die natürlich dann eher auf PlayStation und anderen Plattformen geglänzt haben mit der Art. Auch hier, ne? Oh, und? War's das? Was ist übrigens für eine, ups, habe ich schon auf Continue gemacht. Was ist denn das für eine Clownsmusik übrigens, die da auch gerade gelaufen ist die ganze Zeit? Habe ich auch gar nicht drauf geachtet. Komm, eine Runde können wir vielleicht noch machen, wenn er mich reinlässt. Da geht's wieder ab. So, jetzt gib mal Gas. Gleich den Turbo rein. So, so macht man das. Erster Platz. Und warum liegen da schon Bomben, wo da gar keiner sein kann? Ich brenne doch jetzt schon. Ey, diese Clownsmusik, wirklich. Was ist denn das? Ist das die Power der CD, von der alle Leute sprechen? So. Guck mal, da sind auch viele, ja, wirklich so klein wie, sagen wir mal, so ein bisschen wie bei F-Zero wahrscheinlich dann überall positioniert, die nicht am eigentlichen Rennen so richtig teilnehmen, weil sie einfach nicht gut genug sind. Ah komm, das ziehen wir durch. Ich halte den Turbo auch gedrückt die ganze Zeit, der, obwohl der schon leer ist, aber egal. So, wir wechseln mal auf eine andere Kanone. Eigentlich auch egal. Komm, ein paar Minen. So, Minen hinten rausgelassen. Werden die Gegner jetzt auf jeden Fall erwischen. Mein Auto ist auch halb kaputt. Ach ja, wir haben oben links die Anzeige übrigens, so schön futuristisch, wo die quasi der futuristische Wireframe-Rückspiegel dazwischen, oh, zwischen den beiden Bomben hier dabei. Ihr habt es gesehen, einiges an Fahrern, also Autos, eine Handvoll Strecken, die hier dabei sind. I'm not really sure. Also wenn ich dieses Spiel als erstes von Crystal Dynamics gesehen hätte, wäre es auch irgendwie... Bin ich tot? Nein, noch nicht. Überrunde ich den gerade? Kann das sein? Richtig. Komm, ich schieße dich mal hier ab. Wenn das das erste Spiel wäre, was ich von Crystal Dynamics gesehen hätte damals, hätte ich auch nicht gedacht, dass es eine Firma wird, deren Output ich eigentlich ziemlich zu schätzen weiß. Oh, jetzt erwische ich leider auch alles. Das ist, wenn man wohlwollend ist, maximal mittelmäßig. Ich würde es zumindest als besser als Way of the Warrior bezeichnen. Aber richtig gut geht anders. Vor allem mit dem Crystal Dynamics Niveau, was man gewöhnt ist. Oh, jetzt ist mein Auto schon so kaputt, dass meine Anzeigen nicht mehr richtig funktionieren. Ist okay, komm. Wer braucht schon Anzeigen, wenn man den Siegespokal hat? Greetings from heaven. Habe ich auch nicht gesehen. Grüße vom Himmel? Was soll denn das? Was habe ich euch denn getan? Grüße vom Himmel. Genug von Way of the Warrior und von Crash and Burn. Wir verlassen das 3DO, aber wir verlassen Tomb Raider nicht so ganz, denn wir haben ja schon gesagt, Crystal Dynamics ist die Firma, die sich heutzutage um Tomb Raider kümmert. Aber wer hat Tomb Raider erfunden? Gucken wir auf die nächste Mats drauf. Das waren natürlich Core Design, gegründet 1988, also auch eine Firma, die schon vor ihrem großen Hit mit Tomb Raider 1 eine erfolgreiche Vergangenheit hatte, auch gemacht, unter anderem Fighting Force. Zu denen kann man auch Rick Dangerous, das originale Hardcore-Side-Scrolling-Jump'n'Run zählen. Hier sehen wir ein bisschen Footage von den Remastern, die wir vor kurzem auch hier behandelt haben. Aber wir wollen es natürlich um ein Spiel aus dem Portfolio von Core Design dann kümmern, die, wie gesagt, die Erfinder dann auch sind, bei denen Tomb Raider damals entstanden ist. Und das Spiel, was wir uns gleich angucken werden, das entstand damals, soweit ich weiß, parallel zu Tomb Raider. Die hatten natürlich nicht das komplette Studio auf Tomb Raider dann abgestellt, sondern die wollten auch gucken, was für andere große Hits können wir machen. Für die PlayStation und den Saturn entstand dementsprechend ein Spiel mit dem wunderbaren Namen. Soll ich mal gucken, dass ich euch das nicht spoile, weil der Titel ist auch einfach der Hammer. Ihr wisst, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Spiel heißt. Es zeugt natürlich von Coolness, es zeugt von hoher Qualität. Dieses Spiel, Swagman! Ich bin der Swagman, dreh den Swag auf, yeah! Sogar viele Jahre vor dreh den Swag auf. Gepublished von Eidos, gemacht von Core Design. Wie gesagt, parallel soll es wohl entstanden sein zu dem ersten Tomb Raider, also während eines der definierenden Spiele der damaligen Generation entsteht. Wir haben es gesagt, hey, unser anderes großes, gutes Spiel, das könnte der Swagman sein. Swagman ist ein Top-Down-Jump'n'Run mit
Albtraumkomponente, nennen wir es mal so, damit das abgedrehte Design dann erklärt wird. Und wir sehen es hier. Willkommen zu Paradise Falls. Es ist dunkel, die Nacht bricht über das kleine Städtchen herein. Der ovale Mond ist schon am Himmel, denn PAL-Spiel, US-Version, was wir uns angucken, wohl nicht ganz von der Aspect Ratio vernünftig angepasst. Egal, die Monster, sie kommen zum Reihenhaus. Ich habe einen Hut auf, ich bin der Swagman. Ich gucke in ein Fenster und drehe den Swag auf und die Heizung, damit du eine ganz hohe Stromrechnung hast. Die beiden Geschwisterle lesen gerade wunderbare Horrorgeschichten, während die Spinnen, Ameisen, wie auch immer, aus dem Glas rausgehen. Dann kommt eine weitere Entität, nachdem der Swagman schon vorbei ist und sieht Paradise Falls, ja? Ich bin doch ganz hell mit dem Licht, das heißt, ich bin eine gute Kraft. Da wollte ich den Kindern vielleicht mal, vielleicht auch der Swagman, ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei, das ist bestimmt ein cooler Geist. Seht ihr das? Ja? Hier, macht mal die Tür auf, wenn ihr Horrorgeschichten lest. Ich gebe euch meinen Geisterschweiß. Eigentlich doch ganz unterhaltsam, wenn man sich das so anguckt. Hier. Mach nicht das Fenster auf, Tommy! Die will dich entführen! Und? Boah! Geht's ab, okay. Ja, jetzt machst du das Fenster zu, mein Freund. Während die Fee nach unten fällt. Nein! Der Swagman hat sich die coole Fee geschnappt in ihrem hautengen Bodyanzug. Und dann denken sich die beiden, ich mach die Gardinen zu und ich gehe lieber schlafen. Nein! Er hat sich Zutritt verschafft. Der Swagman kommt durchgebrochen durch den Boden und schickt seine Kollegen mit der Schlafmütze. Hahaha! Schaut euch uns an. Wir sind nur Rippen, aber ohne Inhalt. Ich mache mal weiter, das geht noch eine halbe Stunde gefühlt hier. Irgendwie unterhaltsam ist es. Unterhaltsamer als das Spiel auf jeden Fall. Swagman. Swagman ist the bad guy. Ich gehe mal auf Start, damit wir von vorne einmal anfangen können. Euch das Grundkonzept einmal hier erklären. Also, Zack heißt der Junge. Seine Schwester, warum auch immer, wurde gerade ganz klein gemacht und in einen Vogelkäfig eingesperrt. Zack talks to his sister, locks in the cage. Was geht denn ab, Zack? Ich weiß nicht, ich glaube, es war dieses Buch. Hol mich raus aus diesem Käfig, Zack. Ich habe Angst, ich habe auch Angst. Ich kann mit Zack hier herumlaufen. Diese Help ist übrigens die Schwester, die dann ruft im Hintergrund. Ich kann hier diese Spinnchen, sind es wohl. Ich mache sie hier nicht kaputt, sondern ich muss sie einsammeln. Ihr seht das unten mit dem Spinnencounter, den ich hier habe. Ich habe die Möglichkeit zu springen und muss aber erstmal mit diesem Kollegen hier reden, Rasputin. Willkommen in der Nacht, Zack. Es ist echt creepy, gerade weil der Swagman in den Schatten ist. Aber hab keine Angst, ich bin Scarab. Ich bin das Anführerinsekt aus deiner Sammlung und ein Veteran des Dunklen und Denken. Denk ist, glaube ich, feucht, oder? Wenn du Hinweise brauchst, dieser Schlüssel sollte dir helfen. Der Johnny Rasputin-Käfer, der hilft mir hier auf jeden Fall. Ich habe jetzt die Möglichkeit, Items einzusammeln, wie zum Beispiel diese Taschenlampe. Und ich habe hier einen Schlüssel. So, ich muss in mein Menü hier reingehen und ich habe hier einen Schraubenschlüssel und eine Taschenlampe. Ich muss immer bei den Items gucken, was ich hier gerade benutze. Hab dann die Möglichkeit, jetzt müssen wir mal gucken, dass die Steuerung... Viereck, das ist okay. Ist auch immer ein bisschen so kreuz und quer. Je nachdem, was ich hier so reinlege, ist dann auch verschiedene Tasten gelegt. Ich benutze nämlich meine rechte und meine linke Hand, wo ich die Items hier legen muss. Und ich muss erstmal hier Schlüssel aufmachen. Es ist ein Top-Down-Action-Game mit dem coolen Bösewicht, dem Swagman. Und ich muss mich hier durch diese Albtraumwelt durcharbeiten. Ich bin wohl auch gerade in einer Art Albtraum. Ihr seht, meine Energieleiste ist durch Z oben repräsentiert, ein bisschen wie bei Bart's Nightmare, glaube ich, hieß das auf dem Super Nintendo, wo man ja auch irgendwie so Schlaf-Zs einsammeln musste. Während hier ein großer Vortex in meinem Haus auftaucht und die komischen Gnome ohne Inhalt überall auftauchen, hier nochmal die Spinnen mitnehmen, inklusive aus dem Boden kommen dann auch ab und zu mal Feuerschnecken raus. Da sieht man's, da. Huh, ein bisschen Feuer und irgendwo kommen dann Schnecken, die überall dann Feuer. Ich muss hier rumgehen und versuchen, die Gegner wegzuhauen.
Nach Möglichkeit, dass sie mich nicht berühren, dabei, während ich sie hier mit dem Schraubenschlüssel haue, wobei es sieht mir aus, als ob er so eine Flasche oder so haut. Ach nee, 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 es ist nicht die Flasche, ich haue mit dem Flashlight hier. Das ist natürlich das Licht aus meiner Taschenlampe, wird die Gegner im Zaum halten. Badewanne auch voller Käfer, die Kaution kriegt sie nicht mehr zurück. Nehmen die Bomben hier mit und das ist dann so Top-Down-Action, Action-Adventure-mäßig aufgebaut, dass man nach und nach an verschiedensten Orten Kollege Rasputin, Chef-Ameise oder Chef-Insekt hier findet, der einem so ein bisschen hier erstmal erzählt, wie man entsprechend durch bestimmte Sachen weiterkommt. Zum Beispiel, Select, ich lege mir die Bomben hier drauf. So, ich gehe wieder raus, ich muss aufpassen, diesen Geist kann ich nämlich gar nicht besiegen. Ich muss die Bomben dazu benutzen, dieses Bett umzuhauen mit dem geilen 3D-Effekt, damit ich hier an die Wand komme. Also ihr seht, Puzzle wird groß geschrieben. Aber geht doch mal durch die Tür, einfach mal durch. Und jetzt sollte ich wieder wechseln. Im besten Fall, wobei ich könnte das wahrscheinlich auch auf die andere Taste legen. Machen wir es mal so, dann haben wir das Flashlight links. Und die Bomben rechts, dann brauchen wir den Schraubenschlüssel erstmal nicht oder was auch immer das war. Ich muss aufpassen, weil meine Bomben natürlich ein endliches Gut sind. Hier brauchen wir einen anderen Schlüssel, den wir noch nicht haben. Und ja, gerade wenn man es in dem Vergleich stellt mit Tomb Raider. Mit Tomb ist er gerade auch mit runtergesprungen und die Ameisen springen auch mit runter. Wenn man es im Vergleich mit Tomb Raider stellt, was eben eins der definierenden Spiele die Generation gewesen ist. Da fallen wir alle runter als Schwester und der Bruder ins Maul von Swagman. Oh, oh, Prestart. Das muss wieder ganz von vorne, das ist natürlich ungeil. Kommt's nicht ganz hinterher, muss ich leider sagen. Und von Crystal Dynamics bin ich tatsächlich, also ich hatte den Namen Swagman tatsächlich vor langer Zeit mal gehört. Ich habe das jetzt kürzlich zum ersten Mal gespielt. Hör jetzt auf. Ist das wirklich dein Ernst? Und die springen auch wieder alle runter. Jetzt muss ich wieder Continue machen, oder? Ich muss echt Continue machen, komm. Würde ich es leider einkategorisieren unter ist leider auch nicht so gut. Na? Ihr könnt natürlich für euch selbst bestimmen, wie schlecht diese Spiele jetzt hier sind, die wir zeigen. Gerade geht doch nicht hoch. Gerade im Vergleich mit dem anderen herausragenden Output, den die Firmen vorher hatten. Vielleicht seid ihr ja ein bisschen gnädiger oder so, was einige dieser Games angeht. Aber Swagman ist nicht das, was ich mir vom Tomb Raider Studio vorgestellt hätte. Jetzt labern wir mal nicht hier. Lass mich noch mal weiter. Swagman. Jetzt bin ich wieder abgerutscht. Und die Ameise ist schon. Die Schnecke geht auch wieder hinterher. Komm, es reicht. Man könnte natürlich noch ein paar Räume hier weitergehen. Wenn ihr mehr Swagman in einem anderen Kontext sehen wollt, sagt Bescheid. Und wir geben euch gerne mehr. Aber für heute reicht es erstmal. Lasst uns eine kleine Pause geben, wenn wir zurück sind. Noch mehr schlechte Spiele von guten Studios. Bis gleich. Da sind wir wieder mit dem Retro-Club. Weiter geht es mit dem Thema gute Entwicklerstudios, aber nicht so gute, wenn nicht sogar schlechte Spiele bisher. Ein bunter Mix. Naughty Dog, die Uncharted-Leute mit Way of the Warrior hier. Absolut grauslich. Crystal Dynamics haben Crash and Burn gehabt. Ein futuristisches Rennspiel, was nicht ganz so grausig wie Way of the Warrior war, aber auch nicht besonders gut. Vielleicht das Beste, in Anführungsstrichen, bisher Core Designs, die Tomb Raider-Macher, mit ihrem Top-Down-Swagman-Game. Jetzt werden wir aber wieder recht weit unten kratzen. Ein persönliches Trauma hier, weil dieses Spiel habe ich mir importiert für teures Geld damals auf der PlayStation 1, weil es von einem gewissen Entwickler gewesen ist. Wir gucken auf die nächste Mats einmal drauf. Denn Camelot Co. Limited, gegründet 1994, früher bekannt als Sonic Software Planning im Dienste von Sega. Bei Sega haben sie unter anderem die Shining-Serie, also Shining Force, Shining into Darkness gemacht. Golden Sun ist von denen später auf dem GBA. Die Mario-Golf-Spiele und ich glaube, die Tennissachen müssten auch von ihnen sein. Also heutzutage machen sie mehr die Mario-Games, aber gerade Golden Sun ist ja für viele, gerade von euch da draußen, habe ich immer mitbekommen, ein richtiger All-Time-Classic. Und ist auch ein sehr, sehr gutes Rollenspiel mit seinen Schwächen hier und da zwar, aber hatte viele coole Elemente, interessantes Kampfsystem, umfangreiche Story, zwei echt coole Ableger auf dem Game Boy Advance, ein
passables Sequel auf dem Nintendo DS, über das man noch mal sprechen könnte. Aber ich insbesondere habe sie wegen ihres Sega-Outputs vorher ins Herz geschlossen, sozusagen, weil ich habe Shining in the Darkness gern gespielt. Wie gesagt, auch dann sowas wie Shining Force und wie diese Sachen alle heißen. Deswegen habe ich mir Folgendes importiert. Wir gehen aufs Ingame. Ist relativ zu Beginn der PlayStation-Ära rausgekommen. Beyond the Beyond. Ja, die Sega-Leute sind jetzt unterwegs und machen Rollenspiele für die PlayStation. Und gerade, ihr seht das hier, ist ein paar Jahre rausgekommen vor Golden Sun, 1996, also direkt in der frühen PlayStation-Ära, noch vor Final Fantasy VII. Es war also eines der Rollenspiele aus der Ära. Und mich hat es natürlich auch gleich an die Shining-Sachen erinnert, die sie vorher für Sega gemacht haben. Endlich bist du angekommen, irgendetwas Schlimmes ist zu passieren, wird bald passieren. Ich brauche deine Hilfe, sagt mir die Dame mit dem kleinen Drachelchen in der Hand. Ich habe leider nicht mehr meine alten Saves, deshalb musste ich hier einmal von vorne anfangen, sonst könnt ihr euch auch ein bisschen später da was zeigen. Now then, our adventure continues. Ja, Top-Down-Rollenspiele sind sie natürlich echt gut und bekannt drin, gerade weil Golden Sun so erfolgreich gewesen ist. Beyond the Beyond, müsst ihr euch vorstellen, da sind schon Elemente drin, die sowas wie Golden Sun ausgemacht haben, aber noch in sehr rudimentärer und echt dröger Form. Ich kann mich damals erinnern, dass eben, ich habe es mir geholt, weil es eben dann so diesen Shining-Charakter hat. Man sieht es auch mit so den Charakterporträts, wie die Schrift und so weiter aufgebaut ist. Da hatte ich schon damals fast schon Sega-Nostalgie bekommen, Mitte der 90er. Das Spiel selber ist aber ein sehr rudimentäres Standard-Rollenspiel, sehr grindlastig, habe ich es noch in Erinnerung, dass man also viel aufleveln muss. Ich bin natürlich mal wieder ein junger Bursch, der natürlich einen Drachen hat, der hinter ihm herfliegt und eine Aufgabe bekommt, ich muss in eine Höhle und Sachen rausholen. Puppy Line hat mir sein Equipment zur Verfügung gestellt und ich muss in die große, weite Welt hier hinaus, machen wir auch. Ja, das ist noch hier relativ zu Beginn des Spiels. Ihr seht auch schon die Optik für frühe PlayStation 1. Auch da nicht so besonders geil, muss man sagen. Also recht bald hatten wir auch schon Sachen wie Genzo Suikoden oder Wild Arms bekommen. Da war das nicht mehr so ein richtiger Hingucker. Sind jetzt auf der Oberwelt rauf. Spätestens wenn wir ins Kampfsystem reingehen, werdet ihr die stärkeren Parallelen dann sehen zu was wie Golden Sun. Funktioniert leider nicht ganz die Dynamik von Golden Sun. Random Encounter-Rate sehr, sehr, sehr hoch. Und Kampfbildschirm, kommt euch so ein bisschen vertraut vor. Ich kann im Moment noch nicht so viel machen außer Fight. Ich habe keine Magie, die ich machen könnte. Ich könnte Defend machen. Potenziell ist Defend vielleicht gar nicht mal so schlecht, damit ich eine Konterattacke starte. Aber ich mache es mal kurz auf Attack. Ich werde recht häufig... Und das Ding schützt sich. Ich werde recht häufig heilen müssen, weil, wie gesagt, das Spiel ist arg grindlastig. Also man hat durchaus... Man wird durchaus angeleitet, viel zu leveln, zwischendurch nochmal speichern zu gehen, zu heilen. Ey, wie kann mich denn jetzt so ein kleines Fledermäusle hier kaputt machen? Und in ihren Grundsätzen siehst du schon, dass es eine Firma ist, die wo schon ja, der Funke da ist, dass sie mal bessere und größere Spiele machen. Gerade das Kampfsystem in visueller Art, nicht in so, wie es abläuft, weil da ist Golden Sun noch mal ein bisschen variabler mit den Djinns und so. Ich weiß es nicht mehr so ganz genau, was du halt auch alles später noch mal im Spiel gemacht hast, weil du kriegst natürlich noch eine größere Party. Ich bewege mich hier in die Höhle, um dann das Artefakt zu finden. Aber jemand ist mir gefolgt. Ich bin trotzdem gekommen. Das ist doch Annie, die mir eigentlich nicht folgen sollte, die auch im Dorf wohnt. Huh? Oh, it's Annie. Was ist denn hier? Was ist denn das für eine Art von Begrüßung? Annie, warum bist du hier? Du willst doch nicht mit uns zusammen mitgehen. Warum Steiner? Steiner ist der Drache. Natürlich ist er. Glaubst du, ich würde etwa euch stören, wenn ich mitkomme? Fühlst du dich hier auch so, Greg, wie natürlich mein Charakter heißt? Nee, ich schüttel und rüttel mich. Ich sag natürlich, nee, ich habe anscheinend ja gesagt. Wirklich, bist du dir sicher? Nee, doch, nee, ich hab ihr zugestimmt. Also, ich bin okay damit. Aber was denkt die liebe Annie? Die ein bisschen wie Supergirl angezogen ist. Sieht so ein bisschen aus fast, ne? Also, als ob das Kleid so ein Cape wäre. Vielleicht sollte ich nicht, ich bin doch nur ein schwaches Mädchen. Ich will dich doch nicht aufhalten auf deiner Reise. Wenn ich dir im Weg stehe, dann wirst du deinem Vater nicht den Gefallen tun können. Was jetzt? Ha? Ich wusste, dass das so ist, wie du dich fühlst. Wie jeder andere Mann. Moment, wie ist dieses Gespräch mir doch gerade eskaliert? Ich habe keinerlei Auswahl gehabt. Der Typ hat auch nichts gesagt, weil er wieder so ein schlimmer Charakter ist. Ich habe doch
Habe ich nicht am Anfang dann so suggeriert anscheinend, dass Annie kommt mit? Wie kommt sie denn jetzt darauf, dass ich wie jeder andere Mann hier denke, was soll denn das? Ja, du denkst, du bist so stark und du brauchst nicht die Hand einer Frau, ha? Ha! Ich lass mich so nicht so leicht verärgern. Ich bin die Tochter eines Top-Ritters des Königreichs und ich wurde trainiert, um zu kämpfen. Er hat sich irgendwie da reingesteigert. Annie, wo gehst du denn hin? Das ist für euch nicht so besonders wichtig. Ich werde das Spirit Water holen, was natürlich meine Aufgabe ist. Und vielleicht respektierst du mich dann. Ich wollte dich nicht disrespekten. Das ist irgendwie von alleine passiert. Wir haben Ärger, Greg. Dieser Ort ist gefährlich. Wir müssen Annie stoppen. Hier, was natürlich jetzt... Also Steiner, der Drache, traut Annie nicht zu, dass sie auf eigene Faust hier kommt. Der Anfang hier ist alles noch eine Serie von sehr gleichförmigen Kämpfen. Ich kann hier, wie gesagt, nicht... Oh, ich hätte vielleicht lieber heilen sollen. Das war keine gute Idee. Oh Gott, ich hoffe, das reicht noch, dass der mich jetzt nicht killt. Weil der Anfang ist tatsächlich wirklich echt dark grindlastig. Ich nehme mal, ich habe noch ein paar Herbs, die kann ich mir reinpfeifen. Wie gesagt, das Kampfsystem, das ist wahrscheinlich schon das Aufwendigste am Spiel, wie hier die Figuren nochmal designt und gestaltet sind, weil visuell in der Top-Down-Ansicht sieht es nicht besonders gut aus. Ist, wie gesagt, auf frühe PlayStation-Ära, aber jetzt nicht wirklich der absolute Brecher. Was mich beim Kampfsystem so geärgert hat, was ich hier wieder gemerkt habe, jetzt können wir mal angreifen. Wenn du Gruppen von Gegnern hast, wie zum Beispiel diese beiden Fledermäuse, dann kann ich zum Beispiel, wenn es eine Gruppe ist, nicht sagen, hey, schlag mal nur die eine oder die andere Fledermaus, sondern ihr seht, ich kann nur Small Bad 2 auswählen und dann sucht sich der Charakter eine von den beiden aus. Und dann kann es mal sein, dass ich in einer Runde mal die linke und in der anderen die rechte schlage. Das heißt also, dass ich nicht meine Angriffe auf einen Gegner konzentrieren kann, um den schnell wegzubekommen und kriege dementsprechend nochmal mehr Angriffe dann ab. Was innerhalb der Grindlastigkeit des Anfangs des Spiels auch noch mal umso heftiger sein kann. Das ist immerhin ganz nett, wenn er ab und zu mal guardet. Und wie gesagt, ich habe es damals importiert und war relativ schnell ernüchtert. Ich habe es wirklich einige Zeiten gespielt. Wir wollen jetzt Annie folgen. Ich werde einmal rausgehen müssen und heilen müssen hier, weil ich glaube, meine Herbs gehen sonst zu Ende. Gehen wir noch mal wieder raus, weil es dauert seine Zeit, bis wir Annie immer weiter verfolgen und immer dieselben gleichen Kämpfe machen müssen. Und, es ist tatsächlich kein besonders guter Vertreter, gerade von dem Studio eben, das dann bekannt war für sowas wie Golden Sun später. Und wie gesagt, auch die Shining-Spiele sind absolut fantastisch und gerade die neueren Sportspiele, die haben ja auch durchaus ihre Fans, die sie seit langer Zeit für Nintendo machen. Aber das ist so ein bisschen der Schandfleck meines Erachtens drin. Wenn ihr großer Fan seid von Beyond the Beyond, wenn ihr einen Zugang damals gefunden habt, gesagt habt, das ist das Spiel meiner Kindheit, wobei, glaube ich, nicht so ganz, weil selbst dann hättet ihr das importieren müssen, weil es nie in Deutschland rausgekommen ist. Schön die US-Version damals eben geholt. Eventuell habt ihr es aber irgendwo doch mal spielen können und euch richtig ausgetobt. Ich kann mir nicht vorstellen, es hat damals auch wirklich maximal mittelmäßige, wenn überhaupt dann mittelmäßige Wertungen bekommen, eher dann im niedrigen Spektrum. Ich hätte mir auf jeden Fall mehr erhofft und mehr erwartet. Wir machen noch mal einen Kampf, weil ich will auch ein bisschen Augenmerk machen auf die Musik. Was ist denn das für eine Kampfmusik? Weil einerseits, wenn du die hörst, denkst du, passt schon irgendwie, aber die wird teilweise arg düdelig. Ich werde mal jetzt nicht quatschen. Wir lassen die Musik mal ein bisschen laufen und die wird dann irgendwie ausfransen gleich. We'll be right back.
Okay, es ist wahrscheinlich die Instrumentierung mehr. Was macht man mit den Soundmöglichkeiten, die man hat? Und man hört gerade diese Soundtracks aus der Ära damals waren ja... Ich bin groggy. Oh, hab ich umgehauen. Nice. Aber zum Glück habe ich noch ein Comeback gemacht. Vielleicht schaffe ich das hier dann noch. Die haben so ein bisschen versucht, in die Prog-Rock, Progressive-Rock Ecke zu gehen. Und das passt vielleicht nicht ganz, wenn du so eine E-Gitarre, jaulende E-Gitarre machen möchtest. Es anhört, als ob jemand sich auf eine Violine draufgesetzt hat. Immerhin haben wir Level 2 erreicht. Ich habe meine VP erhöht, was meine Kraftpunkte sind. LP und MP sind auch erhöht. Punkten Strength Increases. Immerhin, das wird mir helfen, noch mehr gegen Killerkaninchen und andere Gegner anzutreten. Genug. Genug von Beyond the Beyond. Das muss ich nicht unbedingt sehen. Wir gehen auf die nächste Mats drauf. Und eine Firma, die auch sehr, sehr aktiv gewesen ist, Origin Systems, gegründet 1983, natürlich im Speziellen, um die Ultima-Spiele, die von ihnen sind, dann zu vertreiben. Aber auch Wing Commander gehört dazu. System Shock ist auch eine Serie, die dann bei Origin Systems entstanden ist, unter Richard Garriott und den anderen Leuten. Jetzt sehen wir hier ein bisschen Wing Commander-Footage. Und Origin Systems, also selbst bevor sie von EA irgendwann aufgekauft wurden, das waren eine der wirklich elitärsten Spieleschmieden damals. Also alleine Ultima, Wing Commander und System Shock von einer Firma. Wie geil ist das denn? No? Zwischendurch haben sie aber auch mal ein bisschen andere Spiele gemacht. Nicht nur für PC, sondern auch mal sich auf Konsolen ausgetobt. Und wir werden gleich ein Konsolenspiel von Origin Systems sehen, was für das Super Nintendo rausgekommen ist. Und hier ergötzt euch mal noch ein bisschen an qualitativer Wing Commander Optik und Szenen, die man mitnehmen kann, denn Wing Commander, this is not. Obwohl wir werden auch gleich ein bisschen Flug-Action haben, auf dem Super Nintendo rausgekommen ist Metal Morph, heißt es. Wow! Origin presents Metal Morph. Da wackeln sogar die Buchstaben vor THX nachgemachtem Sound. Ein kleines bisschen. Zukunft, Papukunft, wie auch immer. Auch egal. Oh, warte mal, nein, damit halte ich die Credits an, weil wenn ich die Story lesen möchte und die zu schnell geht, kann ich die Credits tatsächlich anhalten hier. Metal Morph hat verschiedene Gameplay-Arten. Hier, da seht ihr es, der Cyborg wirkt ein Roboter-Alien oder Alien nur mit einem Raumanzug und will ihm ins Gesicht schießen. Wir starten einmal, es gibt verschiedene Gameplay-Arten hier. Eine ist ein Side-Scrolling-Action-Game, was so T-1000, sagen wir mal, so ein bisschen Anleihen hat. Das ist nämlich mein Charakter hier, der Metal Morph. Ich kann mich springend und schießend voranbegeben, aber ich habe noch die Möglichkeit, mich in einen Schleimblobbo, in einen Metallblobbo zu verwandeln, um entsprechend verschiedene Abkürzungen zu nehmen und Geheimwege. Ich sterbe sehr, sehr schnell. Zum Glück habe ich hier noch ein bisschen T-1000 Unverwundbarkeit, damit ich dich hier erwischen kann. Immer auch schön, oh, die Todesschreie der Gegner. Holen wir uns hier Continues. Grundsätzlich Side-Scrolling-Action-Games kann man schon machen. Ne? Jetzt habe ich ein bisschen Schild wieder. Jetzt hoffe ich mal, dass ich noch einen Gegner sehe, dass ich den irgendwie fertig machen kann, weil die einen sofort killen, wenn man nicht aufpasst. Und das geht mir so auf die... Okay, also, ich will springen und nach vorne schießen. Wenn ich so schieße, schießt er nach vorne. Wenn ich springe und schieße, schießt er in alle Richtungen, weil er ein Rad schlägt. Ich müsste Schuss gedrückt halten und in eine Richtung dann schießen, wenn ich einen Gegner von vorne erwischen will. Aber ich kann zum Beispiel nicht hier einfach so und dann... Ach, muss ich hoffen... Und jetzt wurde ich schon getroffen von dem her. Muss ich darauf hoffen, dass der Gegner nicht in meine Richtung ballert und die sehen mich natürlich dann umso mehr hier. Ich kann auch natürlich dann versuchen, hier als Schleimblobbo entlang zu gehen, da bin ich runtergesapscht hier. Mich an den Gegnern so ein bisschen vorbeizuschleichen. Hier hinten bin ich, glaube ich, schon gewesen. Ich kann auch verschiedene Waffen aufsammeln. Zum Beispiel haben wir jetzt hier Heatseeker-Rounds, die durchaus ganz angenehm sind. So. Dass wir die Gegner hier mal erwischen. Die Todesschreie, die sind auch der Hammer. Okay. Komm. Ich hab doch gar keine Möglichkeit gehabt. Ah, warte mal. Ja. Da hätte ich ganz nach oben müssen. Ich hab schon gesehen. Moment. So, wieder zurück. Hier ist nämlich ein Abfluss,
wenn ihr es nicht mitbekommen habt, durch den ich durch diese Röhre hier gehe. Und das hier ist nicht durchlässig. Die anderen Sachen sind durchlässig, also muss man immer wissen, was ist durchlässig, was ist nicht durchlässig. Hier oben ist ein Abfluss. Das heißt, im Abfluss kann ich mich auf die andere Seite begeben und musste sofort hier aufpassen. You have 3 Continues, okay? Aufpassen hier, gucken wir hier. Ja, wenn ihr Spaß an solchen Sachen habt, ich muss bei solchen Games an sowas wie Alien 3 denken, was durchaus kein schlechtes Spiel gewesen ist. Hier in dem Zusammenhang, irgendwie kriegt mich nicht die Lore. Ihr könnt übrigens auch auswählen, wenn wir schon bei Lore und Story und sowas sind, dass ihr einen reinen Action-Modus habt oder eine Art Story-Modus. Hat er mich erwischt? Nee, ich habe ihn erwischt. Eine Art Story-Modus, wo noch mal ein bisschen mehr Fokus auf Story gelegt wird. Aber wenn euch Story egal ist, könnt ihr natürlich das auch abschalten. Sitzen diese Gargoyles breitbeinig da? Warum auch immer. Okay. So, was wäre die richtige Röhre, wo ich jetzt hier raus kann? Die da oben ist es nicht, weil dann komme ich hier wieder unten raus. Komme ich denn da ganz hoch? So, hier. Ach komm. Da, komme ich durch. Und wo gibt's, wo komme ich hin? Ganz zum Anfang von Level, aber auf die andere Seite. Return to your ship. Da ist mein Schiff. Und da geht's ab. Ich muss mal gucken, ob die Sequenz hier schon ist. Sonst werden wir im Hauptmenü noch mal die Fluglevel auswählen. Nein, es gibt auch 3D-Fluglevel. Das ist hier, müssen wir mal gucken, haben wir jetzt schon ein Fluglevel oder war es nur eine Transition? Da geht die Story hier weiter. Von den Leuten, die Wing Commander gemacht haben, sollte man sich vorstellen, dass da potenziell zumindest die Firma, die Wing Commander gemacht hat, dass man, ja, Flugshooter-mäßig noch mal echt was Cooles dann anstellen kann. Das sind die Flugshooter-Levels, die zwischendurch aufgebaut sind. Die wohl ein bisschen so Star Fox-mäßig sein sollen. Ihr seht im Hintergrund, ich meine, das müsste der Boss sein zumindest. Smart Bomb hier bekommen, muss man sich so Star Fox-mäßig durcharbeiten. Alles sehr jerky, also sehr hakelig hin und her die ganze Zeit. Und macht bei Weitem nicht so Spaß. Ich hätte jetzt nicht natürlich erwartet, dass du gleich ein richtiges Wing Commander hier hast. Wobei, es gibt Wing Commander auf dem Super Nintendo. Ich habe sogar auf dem Super Nintendo Wing Commander gespielt. Mit richtig freiem 3D-Flug und allem drum und dran. Natürlich bei Weitem nicht so gut wie die PC-Version. Aber das hier... I'm not that really sure. Also, und da haben wir es zumindest auf die Oberfläche geschafft. Immerhin. Man kann aus dem Menü übrigens auch auswählen, dass man im späteren Level startet, was ganz angenehm ist, dass man das nicht alles volle Pulle machen muss. Und jetzt sind wir auf der Weltkarte von Terranigma, warum auch immer, angekommen. Sieht ein bisschen so aus jedenfalls. Ja, sehr nach Terranigma sogar fast so aus. Natürlich nicht ganz so steil wie bei Terranigma. Jetzt können wir über die Welt hier hinwegfliegen. Auch der Sound. Not the best. Und ja, Origin Systems. Also lasst euch nicht, wenn ihr Ultima hört, wenn ihr Wing Commander hört, wenn ihr System Shock hört, auf das hier. Ja, wir probieren noch mal, ob wir die Leben fertig kriegen in den Level. Weil ich glaube, dann haben wir alles an Metal Morph gesehen, was wir jemals sehen wollen würden. Na, was haben wir da? Eine Smart Bomb gekriegt. So. Weg mit hier. Ach, das wirkt alles so, so schnell, ey. So, komm, komm. Na? Kann ich euch nicht mal abschießen? Ne, die können mich abschießen. Ja, one continue, okay. Jetzt kriegen wir euch alle aber. Vielleicht muss ich einfach nur links und rechts. So. Uff. So, fast. Na komm. Bist du ein Endgegner? Komm, lass mich dich besiegen. So, ich hab dich doch gleich. Ich hab dich. Oh! Alter, das Zielen. So. Smart Bomb. Komm. So, jetzt mal alle aktiviert hier. Und haben wir es tatsächlich geschafft, gerade mit dem letzten Continue. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Es geht nicht weiter. Genug. Genug von Metal Morph. Holy shit. Was soll denn das? Lasst mich doch in Ruhe.
Nee, können uns nicht in Ruhe lassen, denn wir gehen zur nächsten Matz rüber, denn wir wollen ein bisschen über Band Studios sprechen. 1993 gegründet, noch unter anderen Namen, unter anderem auch als Eidetic bekannt später. Zum Beispiel gemacht das Studio für Days Gone bekannt und die Siphonfilter-Serie. Days Gone ja so ein bisschen ein Geheimtipp, so ein kleiner Open-World-Zombie-Geheimtipp. Ja, klein nicht unbedingt, haben ja trotzdem viele Leute gespielt, aber ein Spiel, was mir persönlich viel Spaß gemacht hat. Auch Siphonfilter als Stealth-Action-Serie über viele Generationen sehr beliebt gewesen. Ähnlich wie Crystal Dynamics und, ja, kann man auch sagen, Naughty Dog, wobei es war nicht Naughty Dogs erstes Spiel mit Way of the Warrior, aber der Einstieg des Studios hätte potenziell auch ziemlich in die Binsen gehen können, denn das Spiel, was wir uns gleich angucken, da hießen sie damals noch Eidetic, als sie es gemacht haben, noch nicht Band Studio, gilt als so einer der größten Flops der damaligen Ära. Wir können aufs Ingame gerne gleich drauf, da müssen die Logos alle gleich hier antanzen. Ich hab's bestimmt schon mal hier im Retro-Club gezeigt, vor vielen, vielen Jahren in einem anderen Kontext, aber hier passt es ganz gut. Wir können eigentlich nicht vorbeikommen an von Accolade gepublished, Eidetic respektive Band Studio, wie sie heute heißen, haben das entwickelt. Da sehen wir, sehr viel Aufwand reingetan und da fliegen die bunten 90er Balken, die sagen, guck mal, das ist Qualität. Das ist gestern auf dem Planeten Rayon passiert Folgendes. Unter der Kuppel, da sind sich alle noch sicher. Das geht gut aus. Da, keiner kann uns was anhaben. Wir sind safe. Aber vielleicht kommt die Gefahr von innen. Denn, ist mir jetzt auch egal, ich überspringe, das dauert wieder eine halbe Stunde. Denn Bubsy 3D ist angesagt, der schrecklichste aller 3D-Plattformer, aller 3D-Jump'n'Runs. Bubsy sowieso ein verkanntes Genie? Ich weiß es nicht. Nein, kein verkanntes Genie. Side-Scrolling-Jump'n'Runs zur Super Nintendo und Mega Drive-Ära. Ich habe damals den ersten Teil auf dem Super Nintendo gespielt, sogar ein Weihnachtsgeschenk von mir. Das, was ich dann am meisten bereut habe, dass ich mir gewünscht habe, weil so mega geil war es nicht in der Side-Scrolling-Ausgabe. Das ist aber nichts gegenüber dem, die Side-Scrolling-Games wie Bubsy 3D geworden ist. Zu einer Zeit rausgekommen, ist das zeitgleich zu Crash Bandicoot rausgekommen oder noch ein bisschen vor? Wobei Crash Bandicoot natürlich ein bisschen was anderes gemacht hat, 3D-technisch. Es müsste eigentlich auch noch vor Mario 64 rausgekommen sein. Und Mario 64 ist natürlich ein Spiel, was dann komplett festgelegt hat, wie 3D-Jump'n'Runs funktionieren. Der rätselige Kater muss hier durch abstruse 3D-Welten springen mit einer Panzersteuerung, wobei du kannst im Menü auch einstellen, dass er sich eher wie ein Auto fährt, anstatt eine Panzersteuerung, dass man tatsächlich so einen Gas- und Brems-Button hat. Hier muss man das Steuerkreuz verwenden. Präzises Plattformen mit Panzersteuerung. Eine Kamera, die sich immerhin gnädigerweise leicht nach oben bewegt zum Springen, damit man auf den Plattformen hier drauf kommt. Eine Optik, die der Plattform nicht besonders würdig ist. Dazu, oh Gott, fällt das runter? Mal schnell mal weiter hier. Diese Soundeffekte auch, die machen mich auch so fertig. Auf jeden Fall ein Auswuchs der frühen 3D-Jump'n'Run-Platforming-Ära, der sehr schnell, sehr überholt ausgesehen hat. Ich muss hier rumlaufen, Sachen einsammeln, ab und zu mal mit den grünen Kollegen hier reden. Nee, ich müsste draufspringen, okay. Nicht reden, ich springe auf euch drauf. Immer achten, dass der Schatten irgendwo auf euch drauf fällt, so, okay. Da dreht sich der Pfeil. Das müsste, genau, der Rücksetzpunkt hier sein. Was komme ich? Achso, ich habe die Wand, glaube ich, geöffnet, dass ich hier dann entsprechend weiter kann. Das war der Rücksetzpunkt, den ich aktiviert habe. Bubsy ist übrigens auch sehr, sehr redselig. Fängt immer an, coole Sprüche. Alter, wie. Coole Sprüche zu kredenzen, während ich hier versuche, mit der Steuerung so halbwegs zu kämpfen, dass ich einen geraden Weg laufen kann. Ich hatte es ausprobiert, anscheinend. Also analog hat hier nicht funktioniert. Ich weiß nicht, ob das vor der Analog-Ära war oder ich hier irgendwie einen Bug oder sowas habe. Aber alles außer Panzersteuerung konnte ich hier nicht wirklich, oder Autosteuerung, wie es im Menü genannt wurde, nicht wirklich hier auswählen. Es sieht nicht gut aus,
Es spielt sich nicht besonders gut. Es ist berühmterweise eines der Worst Games of an Era. Und dass da das Studio tatsächlich da noch die Gelegenheit hatte, sowas wie Seifenfilter zu machen, was eben die Grundlage gelegt hat, dass sie eben ganz viel Seifenfilter gemacht haben, plus Days Gone. Heutzutage sieht es ja auch wieder ein bisschen anders aus. Ich meine, viele Leute sind nicht mehr da, nachdem Days Gone im Vorfeld nicht so großes Grundvertrauen bekommen hat und dann trotzdem ein absoluter Millionenseller geworden ist. Ich mir auch recht wünschen, dass ich da nochmal ein Sequel bekomme. Aber dem wird so schnell leider wohl nicht sein. Kann ich hier rüberspringen? Ich habe sogar über die Wand rüber geschafft. Und gehen jetzt bei den anderen Trollen hier. Hier nochmal drauf springen. Ja, dem soll nicht sein. Da guckte mich an. Pause. Stimmt, Pause. Pause. Aber wie Tatzen geschrieben. Dieser Humor. Genug davon. Oh boy. Oh boy. Na gut, Leute, lasst uns noch mal ein Spiel anschauen. Wir gucken auf die letzte Mats für heute. Und wir reden über Criterion Games sprechen. Gegründet 1996. Da gibt es tatsächlich eine ganz interessante Geschichte drumherum. Man kennt sie unter anderem vom Burnout, den Ego-Shooter Black, mittlerweile in Diensten von EA für viele Need for Speed-Spiele verantwortlich. Hier sehen wir ein bisschen Burnout Paradise, aber für mich persönlich sowas wie Burnout 3 ein absoluter Klassiker. Burnout 3 wird auch eines der Spiele sein, die man in der Bucketlist der Videospiele, die Bucketlist des Gaming, dann sich anschauen kann, also im neuen Retro-Club-Buch. Criterion Games, interessanterweise, den Anfang hat ihre Firma in einer komplett branchenfremden Art gefunden, denn sie waren einmal die Leute hinter Criterion Games tätig für Canon, also den Kamera- und Filmhersteller seiner Zeit, und die hatten ihre Renderware-Engine gebastelt für Produktzeichnungen, so damit dann dementsprechend neue Technik für Canon gemacht werden kann. Und die haben gemerkt, diese Renderware-Engine, die wir gebaut haben, die ist tatsächlich ziemlich potent und auch für Videospiele ganz gut geeignet. Und damit man das Potenzial der Renderware-Engine ausnutzt, wurde Criterion Games gegründet, wo man ausprobiert hat, hey, vielleicht können wir auch Games damit umsetzen. Und irgendwann war das so erfolgreich, dass die Renderware-Engine auch bei anderen Spielen unter anderen Firmen lizenziert werden konnte, als so Alternative zu Unreal und anderen Engines, die man damals benutzt hat. Also ihr wisst bestimmt auch, dass da, guck mal, hier ist schon Renderware 3 übrigens bei dem Game, was wir uns hier angucken werden, mit dabei. Bis Criterion dann in ihre Rennspielschiene reingekommen sind. Die haben zu Beginn auch schon eine Handvoll andere Games gemacht, sowas wie Redline Racer, kann ich mich erinnern, müsste auch von denen gewesen sein. Also Rennspiele sind schon deren Metier, wo sie sich auch richtig herausgestellt haben. Das, was wir uns hier heute hier angucken, ist für den Sega Dreamcast rausgekommen und heißt Deep Fighter. Und I'm not sure. I don't know. Ihr seht, wir haben eine dicht besiedelte Unterwasserlandschaft hier. Ich drücke einmal auf Start, weil das können wir uns gleich auch hier im Gameplay angucken. Deep Fighter im Jahr 2000 rausgekommen. Ich werde einmal auf New Game gehen, damit wir von vorne starten, und nehme ich hier einen neuen Save. Gefilmte Schauspieler, weil klar, werden wir gleich sehen, ist auch auf zwei GD-ROMs drauf gewesen für den Sega Dreamcast. Ein Vulkan bricht aus, alles geht in die Binsen. Die heißen Steine fallen ins Wasser und sind dann nicht mehr so heiß. Und auf jeden Fall alles radioaktiv, alles im Arsch im Wasser. Wir müssen radioaktive Elemente einsammeln und die dann abliefern. Aber natürlich machen wir das nicht aus hier irgendwie Liebe für die Umwelt, sondern wir wollen Geld damit verdienen. Und wir stehen in Konkurrenz als radioaktive Elementgräber. Ich gehe in den Briefing-Raum rein. Wir machen kurz lauter, damit wir sehen, welche hochqualitative Arbeit sie da geleistet haben, denn gefilmte Schauspieler. At 23:19 hours, the volcanic field west of the city erupted. The resulting debris and shockwave have severely damaged our thorium mine. I don't need to remind you that without thorium crystals for refining into power for the... Ich überspring's mal, weil das geht hier noch 3-4 Minuten weiter, das ist mega langweilig. Auf jeden Fall, wir müssen los und unsere Thorium Crystals einsammeln. Wir könnten hier unser Submarine hier nochmal ausrüsten. So viel kann ich im Moment nicht machen, deshalb werde ich hier einmal wieder rausgehen und auf Launch. Also, ich bin in Konkurrenz mit anderen Elementgräbern hier und ich muss mich jetzt durch das Wasser durcharbeiten und schauen, dass ich nach Möglichkeit viel Thorium einsammle. Was sie ganz gut gemacht haben, muss man denen zutragen. Natürlich, die Renderware-Engine ist potent. Das ist jetzt ein 60-FPS-Spiel auf Dreamcast. Unter Wasser nicht so viel Weitsicht hier. Oh, warte mal, ich sollte dahin, wo
die Anzeige hier ist. Die haben sich schon eine gute Methode überlegt, wie man steuert hier darunter, weil der Dreamcast hat ja nur einen Analogstick, das heißt, ihr könntet nicht Twin-Stick hier machen. Was sie gemacht haben, ist es, man steuert sein U-Boot mit dem linken Analogstick, benutzt aber die Face-Buttons, also A, B, X, Y oder Dreieck, Viereck, Kreis, X im PlayStation-Art, um sich ja vorne, hinten, links und rechts zu bewegen. Das heißt also, ich kann je nachdem, wo ich mich hinbewegen will, das, was man potenziell mit dem linken Stick machen würde, funktioniert tatsächlich ganz gut, dass ich mich hier dann durchbegeben kann. Hab die Möglichkeit, mit dem rechten Trigger das Thorium anzuballern, was ich erst in kleine Stücke zusammendödeln muss. Denn erst dann kann ich sie einsammeln. Das heißt, ich muss jetzt hier rumfahren und meine Thorium-Tanks voll machen. Ab und zu auch mal ein bisschen Getier hier, das mich anschießt, warum auch immer, schon längst mutiert. Also kann ich die Spinnchen und die Fische hier kaputt hauen. Und ja, bin jetzt dabei. Ihr seht den Balken auf der rechten Seite, der schon halb gefüllt ist mit dem orangen Thorium. Ich muss noch ein bisschen mehr finden. Und muss das dann auch bei der Basis abliefern, weil sonst kommen mir die Kollegen zuvor und werden natürlich dann mehr Geld verdienen. Wird natürlich nicht nur dabei bleiben, also soweit ich das sehen konnte, ich habe mich jetzt hauptsächlich mit dem Thorium hier bisher beschäftigt und bin hier so ein bisschen rumgegangen. Es steuert sich jetzt nicht schlecht und es sieht nicht per se schlecht aus, wobei richtig geil würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen. Ist schon bewusst hier simplifiziert, aber Spielprinzip weiß nicht, ob mich das so anmacht. Ich kann mit dem Steuerkreuz mir die Map angucken, die ist dann hier gelegt. Ich bin jetzt, ich müsste hier sein in Zone 2. Ich müsste mal zum Droppoint wieder zurück. Werde ich hier von der Moräne gerade angegriffen? Da machen wir den hier mal so kaputt. Und das ist nicht unbedingt das. Nicht unbedingt das, was ich mit Criterion assoziiere. Drop my first load, guys? Das haben sie bewusst gemacht, oder? Drop my first load. So, ich müsste in den Südosten. Female Yellowfish. Oh, ein paar abschießen hier, warum nicht? In den Südosten. Genau, damit ich zum Droppoint hinkomme. Damit ich meine vollen Tanks hier abliefern kann, um wieder umzudrehen, um nochmal volle Tanks abzuliefern. Dann, ach, guck mal, schau dich diese Spannung an. Und da fehlt noch ein Stein. Warum auch nicht? Ich hoffe da. Was bist du für einer? Das ist ein anderes Ding, sie. Oh, mal einen Fisch kaputt hauen. Ja, warum nicht? Und noch ein Fischli. Ui, richtig an die Moräne hier gekracht. Und ist das hier der Droppoint? Oder. Nee, da ist die City. Was wäre der Droppoint? Ich muss in den Süd, in Richtung Osten. Das ist der. Ist das der Droppoint? Das sieht auch nach Droppoint aus. Hey, was weiß mich da was im Hintergrund? Und, ich soll's jetzt gedroppt haben. Ja, wieder zurück. Good work, Mori-2. The thorium you deposited will be refined and added to the mothership's resources. Ja, will be added to the mothership's resources. Kann man natürlich gerne weitermachen. Nicht das, was wir heute weitermachen werden. Und auch nicht das, was ich von Criterion Games mir erwarte und erhoffe. Da will ich mit 300 km/h um die Kurven driften und andere Autos in die Wand slammen, die dann in Funken und Kameraschwenks explodieren. Ist leider auch kein besonders gutes Game, zumindest in meines Erachtens. Wenn euch eines dieser Games dennoch gefallen hat, schreibt's gerne in die Comments rein. Vielleicht sind die ja auch zu Unrecht verkannt. Meines Erachtens sind das alles hier so eine Gruppe von einigermaßen Nulpen, leider, die nicht besonders an das Portfolio der Firmen rangekommen sind. Ansonsten aber soll's das für heute gewesen sein. Gerne auch Vorschläge von anderen Firmen, die solche Ausfälle in ihrem Portfolio haben. Schreibt's in die Comments mit rein. Ansonsten wisst ihr Bescheid, supportet uns gerne über den Supporters Club. Macht es möglich, dass wir solche Formate wie die hier umsetzen und noch viel mehr machen können. Ansonsten, ja, habt viel Spaß weiterhin mit dem Programm hier. Ich war euer Gregor und erholt euch gut. Bis dann.